Dann beginne ich mal die Aufnahme so und ich glaube, ich werde wirklich OBS nochmal aktualisieren müssen. Dann werde ich heute nicht mehr so lange machen, glaube ich. Schau ich mal. Aber wir machen dann doch noch weiter hier. Noch ein bisschen erkunden. Und ich hoffe, es macht mir keine Probleme. Wohl jetzt sind noch wenig Frames quasi jetzt verloren gegangen. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Zum Suchen. Es nimmt auf. Okay. Bin ich hier vielleicht doch falsch? Gab es hier noch was? Nö. Achso, wir haben ja Fähigkeitspunkte. Zwei Stück. Wo wollten wir? Die wollten wir auch irgendwo noch investieren. Irgendwohin noch sammeln. Hier eher nicht. Was hier vielleicht? Durchbruch. Unbarmherzig. Das hier. Bash. Deine Parade fügt dem Gegner 20 Wucht Schaden hinzu. Das hier. Konstitution. Und Stärke. Wollte ich hier hin? Ich wollte ja in diese Richtung mehr gehen. Aber hier hatten wir auch ja ein bisschen was gemacht. Erhöht den Giftwiderstand, der den erhaltenen Giftschaden um 20% reduziert. Das ist super eigentlich. Nehmen wir das mal. Dann kriegen wir weniger Schaden von den Gifttypen. So, muss ich hier den Berg hoch? Ich würde gerne wissen, wo ich hin muss. Oder da nach unten. Das sieht sehr verdächtig aus, dass wir vielleicht da nach unten hin müssen. Nee, dahin. Jetzt ist wirklich die Frage, müssen wir auf dem Berg bleiben oder? Standort unten, okay. Laden wir noch mal kurz auf und dann gehen wir runter. Bergfried. Da haben wir was. Ruhm für Mutter Lupa. Wir haben die Mauer durchbrochen. Lupa hat einfach den Stein zertrümmert. Und hinter dem Schutt befand sich tatsächlich eine Höhle. Wir fanden uns sofort unter ein paar Wuka. Aber die Mutter hat sie in ihrer blinden Wut beinahe lebendig gehäutet. Sie kann jede Bestie zähmen, wie sie kuschen und vor ihrer Gnadenlosigkeit erstarren. Aber hier werden wir nicht aufhören. Die Welt gehört uns. Der Rabenblick Bergfried ist erst ein Anfang. Die Schwester von Lupa wird sich Surats Rast annehmen, während wir uns ein eigenes Versteck bauen, das selbst den Umbra-Krater überstrahlen wird. Ehre der großen Mutter Lupa. Okay, hier ist dann wieder wahrscheinlich so ein Riesen Monster. Mit. Wir nehmen immer alles mit. So, das hier auch mitnehmen. Windholz-Kurzbogen. Warte mal. Den behalten wir erstmal. Gucken wir uns später an, wie der ist, wenn wir den aufbessern. Ob der mehr Schaden macht. Was haben wir denn da? Lupas Skalpierer.
Ich werde zu dir gelangen, Lupa. Ich konnte nicht länger warten. Mit angehaltenem Atem reiste ich zum Umbra-Krater, um mich dem Auftraggeber zu stellen. Nachdem er Bekanntschaft mit meinem Messer machte, sagte er mir, dass du vom Regen in die Traufe gekommen bist. Er sagt, dass du oben am Rabenblick Bergfried eingesperrt wurdest. Aber keine Sorge, sein Hals ist aufgeschlitzt, sein Körper bereits kalt. Er wird unsere Familie nicht mehr belästigen. Sie vergehen alle auf dieselbe Weise. Teile desselben Puzzles. Der Rabenblick-Bergfried wird dich nicht lange halten, Schwester. Ich werde dich befreien. Gib Acht und warte, bis ich dich rette. Wir werden unsere Rache bekommen und dieses Land einen. Stets an deiner Seite, Kendall. Kann man hier durch? Oder gibt es hier noch mehr? So. Ich muss eben kurz gucken, habe ich mich überhaupt eigentlich entstummt? Also war mir jetzt nicht sicher. Erfahrungsschutzrolle nehmen wir mit. Standort unten, sagte ich hier irgendwo. Aber wo? Was suche ich hier? Oh. So ein Ort ist das hier, okay. Natürlich kommt der jetzt. Aber wenn kein Giftschaden macht, kann der mir machen. Also beziehungsweise 20% weniger Giftschaden. Hä, wieso gehen die ganze Zeit kaputt? Ich würde sowas gerne selber bauen können. So ein bisschen als Deko, so eigene Gefangene. Die zerbrechen die ganze Zeit. Ich komme hier nicht durch. Von da kamen wir. So, gibt es hier noch was? Nö. Ich kann leider die ganzen Sachen nicht looten. Und wie komme ich hier durch? Durch die Wand gehe ich mal von aus. Kann einen Moment dauern. Ich glaube, das wird noch sehr lange dauern. Können wir irgendwie nicht abbauen? Vielleicht so? Ich glaube, da kommen wir nicht rein. Oder? Schicker Steinblock. Kommen wir hier wenigstens rein? Nö. Hier zerbricht das alles wieder. Wie kommt man da rein?
würde gerne einen Weg da rein finden. Hier vielleicht irgendwo noch einen Durchgang oder so? Von da kamen wir. Nee, das ist das Falsche. So, wann geht er kaputt? Ich glaube, das wird ewig dauern, bis wir das kaputt kriegen. Na super. Nee, das war das Falsche. Das wollte ich weg. Und die eigentlich. Hier, was ist das? Gebärter Flammenschutzflora. Nutzen wir mal. Ich glaube, da kriegen wir nicht hin. Dahinter ist aber auch gar nichts. Okay. Umsonst dagegen gehauen. Aber wie kommt man da rein? Ist hier vielleicht irgendwo was versteckt? Was ich nicht sehe? Vielleicht ein geheimer Schalter oder sowas? Jetzt. So, komm. Zerbricht er da und. Hier ist offen. Was braucht das, um geöffnet zu werden? Muss ich mich durch die Wand wirklich boxen? Aber ich mache mit dem gar keinen Schaden. Vielleicht einen anderen Weg da rein. Und ich habe den nur noch nicht gefunden. Wo war der Ausgang? Auf der Seite? Das hatten wir schon. Ist hier ein Hühnchen? Hier ist ein Huhn, okay. Nehmen wir mit. Ne, von hier kamen wir ja. Ja.
Hä, nee, ernsthaft, wie öffne ich das da jetzt? Ich erkenne jetzt hier auch nirgendwo noch einen Schalter oder sowas. So, kannst du da bitte gegenhauen, damit es irgendwann kaputt geht? So, kommst du da ran? Wir müssen zusammenarbeiten, damit das hier aufgeht. Besser deine Waffen gehen kaputt als meine. Es geht einfach nicht, hä? Gibt's einen anderen Weg? Muss ich suchen gehen? Zweites Hühnchen. Das hat sie gepaart. Das hat sie vermehrt. Okay. Auch nicht schlecht. Das sind jetzt zwei Hühner hier. Muss ich vielleicht draußen wirklich noch einen anderen Weg suchen? Was war das denn? Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Das ist ein bisschen verbuggt, glaube ich, bei mir. So, es lädt zumindest jetzt auf. Jetzt nochmal. Ja, jetzt funktioniert's. Was war da gerade? Oh, hier ist noch eine Flamme. So, hier ist kein Höhleneingang. Wir machen den erstmal kaputt. Was ist das hier? Stein, ne? Okay, hier rutscht man nur runter. Hier nochmal? Komm. Ne, wir sind wieder hier gelandet. Okay. Hier hätte man einfach runterrutschen können. Anstatt runter zu fliegen. Okay.
verstehe jetzt nicht, aber was ich da drinnen machen soll, um dahin zu kommen. So, die Paprika nehmen wir mit. Von wo kam jetzt die Ratte noch dazu? Also das hier war, gehe ich mal von aus, das hier war mal Rabenblick. So, was haben wir hier drinne? Na, den guten Loot, also den Loot, den ich haben möchte, finden wir irgendwie gar nicht. Jetzt ist schon wieder Nacht. Wir hatten jetzt kein Bett gefunden gehabt, oder? Die Richtung wollten wir. Na, aber ernsthaft, wie komme ich da weiter? Ihr zwei, lasst mich mal bitte kurz in Ruhe. Ich will wieder dahin. Die Wukas. Okay, wie komme ich da wieder hoch? Ohne einen Umweg zu nehmen. Ich glaube, hier sind wir wieder falsch. Ich will gern verstehen, was ich da drin machen muss. Oder brauche ich, um da voranzukommen, bessere Ausrüstung? Denn wir haben hier Schutt, Schutt und Schutt. Dass wir da mindestens Bronze brauchen. Rahmenblick. Und ich glaube, vorher kommen wir da nicht weiter. Oder ist das... Komm, dann machen wir da hin. Das ist ja auch nicht weit. Gehen wir in die Richtung. Dann müssten wir mal zusehen, dass wir vielleicht doch ein bisschen bessere Ausrüstung bekommen. Ob das nun Bronze ist oder Eisen. Was wird das? Für ein Geräusch gerade? Irgendwie so ein matschiges? Was hat mir da ein Visier? Ach, der. Hier ist alles voller Wookies. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, die komplette Steppe gehört den Wookies. Und da sind die Räuber, Banditen, wie auch immer, im Krieg mit denen, ne? Südliches Karawanenlager. Ah, hier war es die ganze Zeit. Okay. Wir waren wahrscheinlich irgendwo unten. So, kommst du her? So, lesen wir mal. Hier ist nichts. Man würde denken, dass Königin Jasmina mit ein wenig Stil reisen würde.
Mit Klasse, richtig? Ganz luxuriös. Mit Elixier und Wein, nicht wahr? Aber hier ist nichts. Nur Malfarben und Kissen. Bah. Wenigstens habe ich einen Almanach der Pflanzen und Setzlinge in Jasminas Zelt gefunden. Ich werde einfach so tun, als hätte es keine anderen Schätze gegeben, wenn Simon nachfragt. Ich hoffe, ich kann den Knacker hinters Licht führen. Ziemlich scharfsinnig, dieser Kerl. Abgesehen von meinen privaten kleinen Schätzchen gibt es kaum etwas, was man für Surats Rast gebrauchen könnte, außer vielleicht die getrockneten Yucca-Frucht. Aber erzählt das nicht Mutter Kendall. Das sind meine. So, hier können wir uns mal schlafen legen. Dann wird es wieder hell. Ich mag es irgendwie nicht, hier im Dunkeln rumzulaufen. So, hier haben wir noch einen Text. Und was haben wir hier? Lehrlingszauberstab. An meine geliebte Königin. Deine Haut, olivbraun und zart wie eine Wüstenrosenknospe. Deine Stimme, ein sanftes Beben, ein warmer Hauch im Sommerregen. Immer ein liebliches Sonett auf deinen Lippen. Mein Herz blüht auf, wenn ich dich sehe. Ich möchte an deiner Seite sein. Deine Fußspuren neben meinen im Sand sehen. Den heißen Wind der Dünen spüren und mit dir tanzen. Das ist alles, was ich mir wünsche. Emily. Okay, die Emily steht auf die Königin, glaube ich. Rauch am Horizont. Ein verheerendes Feuer lodert auf den Dächern von Suras Rast. Wir waren zu spät. Sie kam von Rabenblick Bergfried geflüchtet. Jetzt ist Suras Rast ein Scheiterhaufen des Wahnsinns. Einfach fürchterlich. Was würde Mama tun? Sie würde losziehen, bevor die Sonne aufgeht. Alles Gepäck hinter sich lassen, schnell und leise mit dem Wind im Rücken. Die Straße zur Blutwacht ist eine gefährliche. Wir müssen los. Ehre sei Erland, gesegnet seien die Erbauer, Jesmina. Haben wir hier dann fertig? Da haben wir jetzt die nächste. Höhlenpassage, glaube ich. Oder unten. Ich glaube, das ist unten. So. Da sind wieder ein paar Frames eingebrochen. Aber es hält sich im Rahmen. Okay. Umbra-Krater. Ach, hier, das komplette Gebiet da hinten ist der Umbra-Krater. Ich dachte, das eine Ding, wo wir vorhin waren, dieses kleine Gedingst, das wäre es gewesen. Da dachte ich mir auch, also dieses kleine Miasma-Püpserchen, was das vorhin war. Da war nämlich gar nichts Besonderes und ich dachte, das wäre das schon gewesen. So, die Wookies wieder. Aber ich finde schon, die Wookas hier, die sind safe an den Wookies aus Star Wars orientiert. Safe. Die sehen ähnlich aus, die heißen auch so ähnlich.
ist die Frage, oben oder unten? Ich glaube schon unten. Durchs Miasma müssen wir. Okay, sieht schon geil aus. Wie ein riesen Ozean aus Miasma. Obwohl Ozean noch nicht, also... Da ist noch eine Warte. Da hinten haben wir noch eine Warte. Ich würde gern versuchen, dann doch zur Warte zu kommen. Da hinten ist auch noch eine. Und die Stadt waren wir schon? Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier schon waren. Doch, ich glaube, hier waren wir schon. Nur von einem anderen Ort aus. Also von einer anderen Richtung kamen wir hierher. Ja, komm. Dein Fleisch ist mein Fleisch. Obwohl, warte mal. Die eine Warte da hinten. Ne, die geht einfach weiter nach Osten. Okay, ich werde die jetzt weiter im Süden. Hätte ich gedacht, das wäre was anderes. Also hier, wo wir schon gewesen sind. Hier ist auch Stufe 20 Gebiet. Wir sind zum Glück jetzt Stufe 20. Okay, die Stadt ist auch geil mit der Brücke da. So. Nein, ich will da hoch. Ja. Schaffen wir von hier von Plattform zu Plattform? Da haben wir die aggressiven roten Pilze. So, ich will auf jeden Fall noch zu der Warte, also die Warte da hinten. Ich will wissen, wie weit er denn noch jetzt in diese Richtung hier geht, nach Osten. Und Paprika schön einsammeln. Die Mission gerade, eigentlich haben wir die aktive Quest gerade, den schwarzen Kessel für den Alchemisten zu finden. Aber... Ich bin gerade viel zu neugierig, was hier weiter im Osten ist, weil wir hier im Osten... Jetzt wird es wieder ruckeln. Sorry dafür. Ich muss definitiv meine Einstellung hier überarbeiten. Hier haben wir noch zu viel unentdeckt und ich will wissen, was hier alles gibt. Ja, aber bei Gothic 3... sind die Ruckler nicht an mir schuld, beziehungsweise an OBS schuld. Da ist, hier beginnt die Wüste.
Wir haben Warant entdeckt. Willkommen in Warant. So suchen wir die Stadt Braga. Das sieht aus wie Braga. Okay, wir bleiben erstmal noch in der Steppe. Beziehungsweise Steppe oder ist das eher Savanne? Eine Savanne hier. Oder doch ein Canyon. Ich kann die drei, ganz ehrlich, die drei Arten Steppe, Savanne und Canyon. Schwierig unterscheiden. Außer dass Canyon halt ein bisschen berglastiger ist, sagen wir so. So. Ich habe meinen Hof entdeckt. Aber immerhin wissen wir. Moment mal. Da vorne ist wieder so eine Burg von den Erbauern. Das heißt. Da haben wir ja halt wieder diese Warte. Und da ist wieder so ein Erbauerburg. Kann das sein, dass dort vielleicht irgendwann. Vor allem da ist alles rotes Miasma. Tödliches Miasma. Und ich weiß nicht, wie weit wir uns für das Miasma vorbereiten können. Da ja auch. Da ist auch wieder so eine Burg. Kommen doch noch ein paar mehr NPCs. Also sowas wie unseren Schmied, unsere Bäuerin, unsere Jägerin, unser Zauberer und unseren Schreiner. Noch ein paar Handwerker, die wir vielleicht da und da befreien können. Denn ich weiß nicht, ob wir uns darauf vorbereiten können, da durchzugehen. Also ist es ja immer noch Early Access. Ich will mal schauen, wann der nächste Update hier von Frode kommt. Ich hoffe, die Katze lässt uns einen schönen Stein haben wir entdeckt. Hier gibt es sehr bequeme Steinbetten. So. Ja, der hat Automod hat auf großer Spalt reagiert. Als sexuelle Dingens. Weil du gesagt hattest hier Canyon großer Spalt, Graben, Steppe. Ne, und Steppe, ödes Flachland, milderes Klima, Savanne, trockenes Graslandschaft, warmes Klima. Auf jeden Fall danke für die Info. Ich werde, sobald ich mein eigenes Videospiel entwickle, werde ich mich damit definitiv deutlich mehr befassen. Beziehungsweise sobald ich mein erstes Open-World-Spiel entwickeln will. Das erste Spiel wird ein bisschen eher so einfach Blödsinn sein. So, Fleischhacker. Freddy, das ist doch für dich, oder? Die Waffe. Darfst du gerne bei mir abholen. So, was haben wir denn da? Können wir das ernten? Jo. Jo, schnell weg. Ach, hier oben ist auch noch eine. Mann.
Wo bin ich? Nein. Säulen der Schöpfung. Ich bin hier ausgerechnet hier. Ich wollte schon sagen, wo ist der. Ausgerechnet hier bin ich wieder gelandet. Mal wenigstens hier. Der ist wieder da, der Kupferbarren. Eine positive Sache hat es, dass wir wieder hier sind. Falsche Richtung. So. Jetzt müssen wir unsere. Nee, warte, noch. Noch nicht. Jetzt können wir rüber. Die Ausdauer verbraucht sich aber auch echt zu schnell, finde ich. So, Obelisk der Bauer. Jetzt noch mal nach ganz oben. Und den ganzen Weg jetzt da wieder von vorne. Fast 2 Kilometer sind das, glaube ich. Das wird ein Spaß. So, hier hat sich sonst nichts wieder gebildet, oder? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir mit. So, gibt's hier was? Fossiler Knochenpfeil. Und Zinnbarren. Den Grundstoff, den brauchen wir. Hier auch noch mal. Ach, scheiß auf die Knochen jetzt erstmal. Knochen und fossiler Knochen. Fossiler Knochen, den hatten wir noch gar nicht. Okay. So, noch ein Bronzebarren, immerhin. So. Was haben wir, was wir nicht brauchen? Den Fleischhacker brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Lupa Skalpierer brauchen wir nicht. Benutzen. Komm, auch benutzen. Was hat er gemacht? Keine Ahnung, was der gemacht hat, aber jetzt muss ich ganz schnell, bevor es dunkel wird, unsere Sachen abholen. Für dich habe ich keine Zeit. Chewbacca, nein. Böse. So, jetzt kurz überlegen, was war der Weg, den wir genommen hatten?
Wo waren wir überhaupt? Wir müssen den kompletten Weg noch einmal drumherum gehen. Toll. Ich hoffe, es despawnt nicht. Was ist das hier eigentlich? Handelsposten, lodernder Fels. Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal. Kann das sein? Ich glaube, wir gehen wirklich, müssen noch einmal drumherum gehen. Anders schaffen wir es, glaube ich, nicht dahin. Den Hühnchen geht es gut da oben. Das eine hat da einfach runtergesprungen. Der wollte nicht mehr mit den anderen zu tun haben. So, nein, da komme ich nicht hoch. So. Jetzt ist die Frage eigentlich, bis welches Level. Ich glaube, Level 25 ist momentan Ende, das höchste, was man erreichen kann. So. Salbeiblätter können wir essen. Was bringt das? Maximale Mana erhöht. Für wie lange? Ich glaube, das brauchen wir nicht. So, hier unten gibt es wieder Kupfer. Ich habe bisher noch keinen Zinn gefunden, keinen Zinneadern. So, warum sammeln wir dessen Eier ein? Frage ich mich auch die ganze Zeit eigentlich. Da wollte ich jetzt nicht runter. Autsch. Nicht der schon wieder. Nein, nicht den Gift. Jo. Kann ich den schnell loswerden irgendwie? Der ist mir doch ein bisschen zu heftig hier.
Also, wir sind jetzt wieder kurz vor der Wüste. Der ist immer noch hinter mir her. Ernsthaft? Der ist voll auf mich abgesehen. Kann er nicht mit jemand anderem spielen gehen? Ich habe keine Zeit. Oder da runterfallen, bitte. Ach so, ich dachte schon, da ist irgendwie ein Riesenmonster drin, ne? Dass der immer mich vollpupsen will. So. Wenigstens hört er auf, mich voll zu pupsen. Ammoniakdrüse und Miasmasack. Drei Miasmahoden haben wir jetzt von ihm. Der hat ganze drei Hodensäcke. So. Da wären wir wieder. Da oben auf dem Dach ist es. Okay. So, aus dem Rucksack. Den haben wir ja eigentlich schon einmal, also brauche ich den nicht noch einmal, glaube ich. So, was haben wir hier? Erfahrungsscroll benutzen. Und die packe ich mal hier hin. Dann die hier hin. So, wenigstens treffe ich die von hier. So, hier ist das Ziel wenigstens besser als in Gothic. Also in Gothic 3. Ich konnte da teilweise anvisieren. Und er wurde nicht getroffen, also. So, was haben wir hier zum Abbauen? Noch mehr Salbei. So, Gäbereistation wäre da vorne. Aber da vorne haben wir die Warte. Eine schon. Ist jetzt die Frage, können wir da überhaupt schon hin? Ich würde die gerne schon besuchen. Also, aktuelle Mission, diese Warte da erreichen. Und gucken, dass wir auch da lebend ankommen, sagen wir so. Und die überhaupt auch schon meistern können. Nicht, dass es dann gleich irgendwie heißt, wir brauchen noch irgendwie spezielle Ausrüstung oder sowas. Keine Ahnung. Ausrüstung, die wir vielleicht noch nicht haben. Das wäre dann ein bisschen doof.
Obwohl, die schaffen wir locker. Das erreichen wir. Jetzt ist Nacht. Die haben noch keinen sauberen Übergang von Tag zu Nacht gemacht. Da ist immer so ein kleiner Cut zwischen dunkel und hell. Also von Abenddämmerung dann so einen kleinen Cut und dann ist, also vom Nachthimmel hier. Zumindest ist es bei mir so. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob es bei anderen so ist. Haben die hier ein Bett? Boah, jetzt erschrecken die mich. Weil ich jetzt nicht drauf geachtet habe. Nein, hier komme ich nicht hoch. Jetzt kann ich hier auch keinen Doppelsprung machen. Natürlich müssten die jetzt auch wieder da sein. Nomaden anhöhen. Haben wir recht. Ich fühle mich jetzt wirklich ein bisschen so wie in Gothic 3. Hier, dass wir jetzt bei Varant sind. Hier sind die Nomaden. So, da haben wir schon den ersten. Hier auf der Seite ist keiner. Doch. Okay, unten sind noch mal zwei, wahrscheinlich. Bronze, nice. Müssen wir alles einsammeln. Hä? Wo fehlt denn jetzt hier wieder was? Die andere Seite? Nochmal Bronze? Den haben wir. Wo muss ich suchen? Auf der Seite, glaube ich. Bestimmt hier drunter irgendwo. Auch nicht. Oben sehe ich jetzt nichts. Hier auch nichts. Hier ist auch nichts am Leuchten. Einfach mal Augen aufmachen. Oben war auf jeden Fall noch was. Da. Was kriegen wir hier?
Mana-Ring. Okay, ab nach oben. Und noch mehr Federn. Ich habe keine Ahnung, wofür wir die Federn brauchen. Wahrscheinlich für Pfeile, bessere Pfeile. Ich fange mal hier an. Ach so, okay. Hier können wir noch nicht hin. Also nach unten. Wo war die Treppe? Hier gibt es auch nichts. So, haben wir geschafft. Ich dachte, da leuchtet was. Achso, ich muss hier runter, oder wie? So, haben wir auch geschafft. Gucken, gibt es hier noch irgendwas? Kupfer, Bronze, Zinn, eine Kiste. Die brauchen wir nicht, wir sind keine Magier. Und hier ist auch wieder einer. Fängt schon gut an. Ist das eine Tür oder nur ein Fenster? Das ist nur ein Fenster. Das ist immer dieselbe Feuerfalle. Aber. Also ich bin woanders halt. Das ist eine andere Warte, aber die haben immer nur dieselben Fallen. Hier kommen wir nicht durch. Autsch. Hier können wir auch noch nicht durch. Na super. Ich werde hier einfach abgestochen. Hä? Das hat aufgehört. Das sind aber wirklich immer nur dieselben Fallen. Hier hatten wir schon alles. Autsch. Moment. Wir kamen von hier. Okay, hier gibt's nichts. Habe ich irgendwo was vergessen? Den hier haben wir jetzt betätigt. Und dann konnten wir hier rein. Und dann von hier oben. Ah, okay.
Ich muss wirklich mal mehr schauen, was ich hier mache. So, Nomadenanhöhen, warte, Schnellreise haben wir jetzt auch freigeschaltet. Das heißt, immer wenn was ist, wenn wir schnell hier hin müssen, können wir jetzt jederzeit hier die Schnellreise machen. Und wir reden mal mit der Flamme. Die Nomadenanhöhen bergen die vergessenen Versprechen von Abenteuer und Reichtümern. Im unteren Teil befindet sich Weiten, welche in Jagdgebiete für die Verurteilten sind. Dort starren sie auf die gleißende Morgendämmerung über ihnen und zeichnen mit ihren Fingerspitzen die fernen goldenen Streifen des Morgenlichts nach. Genug wird immer unerreichbar bleiben. 7 Marker hinzugefügt. Okay, immerhin, wir sind jetzt hier. Die Nomadenanhöhen haben wir jetzt. Es wird jetzt kurz ruckeln wieder. Nee, doch nicht. Hier haben wir nochmal Obeliskenforschung. Noch ein schwarzer Kessel für den Alchemisten. Also hier noch ein Elixierbrunnen. So, das hier. Wegpunkt lösen. Und dann irgendwo hier sind die Wüsten. Was haben wir da? Herzen aus Eisen in der Wüste. Die südliche Karawane ist immer noch nicht abgeschlossen? Waren wir nicht da? Ich verstehe es nicht, aber wir gehen mal kurz nach Hause. Ah, sie will was. Karawanenreise. Ich bin mit einer Karawane aus dem Ödland hierher gekommen. Wir wurden von Jesmina, der Tochter der verstorbenen Königin Erlands, angeführt. Ich wäre ihr überall hingefolgt, doch am Ende ging sie. Die Erbauer haben unterschiedliche Pfade für uns vorhergesehen. Ich wünschte, es wäre nicht so gewesen. Ich würde alles dafür geben, ein weiteres Mal an ihrer Seite zu sein. Emily, glaube ich, was? Karawanenreise? Ach so, das bleibt jetzt so? Ist hier auch noch was? Ne. Wir können hier neue Pfeile herstellen. Bronzepfeil. So, Altar aufwerten können wir nicht, aber Flamme stärken. Blutmonstrositätkopf. Wo finden wir den? Ich muss jetzt aber auch noch mal kurz alles sortieren. Unser Inventar ist wieder voll. Ungeheuerlich voll. So, Miasma-Flüssigkeit müssen wir auch noch einsammeln. Neun Kupfer, ne, 9 Bronze und 9 Zinnbarren haben wir schon. Ich muss mal schauen, was ich damit machen kann. Das sind echt viel zu viele Kisten, ey. Ich muss mich wirklich mal jetzt mit Helma zusammen hier quatschen, dass sie und ich hier mal offscreen mal die Dinger hier einmal sortieren, voll machen und so weiter und zu diesen blauen Dingern machen, diese magischen Dinger. So, hier kommt der Stein hin. So,
Knochen haben wir auch. Paprika haben wir auch gleich voll. So, dann, wo hatten wir die unnötigen Stuff? Das hier und das hier können wir da reinpacken. So, wo hatten wir jetzt die Münzen? Hier. Sollte einmal den hier verbessern. Der ist auf 28. Okay, das wird doch nicht 2 Punkte pro Aufstieg. Habe ich geirrt. Der ist immer noch besser als der hier. Und der ist episch, der ist legendär. Meiner Meinung nach ist der besser. So, und der Rest, das Fleisch kann wieder da hinten rein. Ah, hey. Nee, ich stream schon länger. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, so, du bist noch am Stream, weil bei mir OBS ist noch, Dings. Und erstmal, hi, ich hatte gedacht gehabt, so, weil OBS, bei mir schon veraltet ist die Version und nur Probleme macht, dass ich vielleicht sogar zu dir rübergehe. Und, nee, ich bin nicht seit 90 Minuten am Stream, sondern schon länger. Es ist nur ein paar Mal abgeschmiert, sagen wir mal so. Weil OBS veraltet ist bei mir. Und nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte. Habe ich erst seit heute das Problem. Sorry, ich habe jetzt zu spät auf den Chat geachtet. So, genau, Sachen jetzt erstmal reparieren. Ich brauche wirklich neue Sachen hier. Also neue Kisten. Oder eine vernünftige Lagerhütte. Das soll ja die Kirche werden. Hattest du zu Entsprouted schon gewechselt gehabt? Oder warst du noch bei Dingens hier, bei Silent Hill am Ende? So, ich bin jetzt kurz am Überlegen, was wollte ich jetzt machen? Wir, vor allem auch, Hel, da muss ich dich auch mal fragen. Bei mir ist sehr oft das Problem, wenn ich hier rauszoome, dass hier irgendwie auf einmal OBS auch Frames verliert. Codierungsfehler. Und so. Und dann ist überlastet. Aber es ist weder GPU noch CPU oder sonst was hier am Arsch. Deswegen, ja, ich wollte dich fragen, habe ich da irgendwas falsch eingestellt? Weil bei mir passiert das die ganze Zeit, wenn ich hier bei, und das nur bei der Map, wenn ich rauszoome, verliere ich Frames. Zwar einiges. Sonst alles andere geht in Ordnung. Sowohl, ich könnte jetzt auch einmal kurz Häuschen machen, nochmal kurz auf Toilette. Dann machen wir auch gleich weiter. Da muss ich dich auf jeden Fall, Hel, nochmal fragen, was ich da falsch mache, weil bei mir ist wirklich jedes Mal bei der Map die Probleme. Auch, ich brauche nicht mal OBS eigentlich anzuhaben oder so, auch wenn ich das privat mal zocke. Bei der Map habe ich immer diese Probleme. Aber wir quatschen da vielleicht die Tage nochmal so. Ich mache jetzt noch mal kurz Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Bis gleich.